Nee, Digga, ich habe auch noch nicht angefangen zu lernen. Das ist auch noch mega viel Zeit. Aber nächste Woche soll das Wetter wieder schlechter werden. Ich denke, dann fange ich mal langsam an. Alles klar, hau rein. Alles klar, Jungs, wir können anfangen. Hast du auch mit Prokrastination zu kämpfen? Ich bin Joshua und ich möchte dir heute vier Angriffe zeigen, wie du dich effektiv dagegen wehren kannst. Prokrastination beschreibt die Neigung, Aufgaben so weit aufzuschieben, bis der Druck endlich groß genug ist, damit du dich motivieren kannst. Das Paradebeispiel für mich ist Lernen in der Uni. Während des Semesters rede ich mir mal ein: Nein, ich brauche doch jetzt noch nicht lernen. Bis zur Klausur habe ich eh alles wieder vergessen und es ist noch so viel Zeit hin. Und dann eine Woche vor der Klausur fällt mir auf einmal auf: Alter, das ist viel zu wenig Zeit und ich muss jetzt wirklich jeden Tag richtig durchziehen, um die Arbeit überhaupt zu bestehen. Beim Prokrastinieren lügen wir uns selbst an und erzählen uns, dass jetzt einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und das erinnert mich an die Worte von unserem alten Freund Benjamin Franklin. So convenient a thing it is to be a reasonable creature, since it enables one to find or make a reason for everything one has a mind to do. Wir Menschen sind einfach extrem gut darin, Ausreden zu finden, beziehungsweise zu rechtfertigen, warum wir gerade so handeln müssen. Und damit fällt es dir auch leicht, Gründe dafür zu finden, deine Aufgabe noch weiter aufzuschieben. Dann lass uns mal anschauen, wie wir dieses Biest bekämpfen können. Nutze die 5-Minuten-Regel. Die Regel besagt, dass du nach 5 Minuten wieder abbrechen darfst, wenn du immer noch das Gefühl hast, dass heute einfach nichts geht und es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Die größte Barriere ist überhaupt erstmal anzufangen mit der Aufgabe. Und mit dieser 5-Minuten-Regel schaffst du es so, den wahrgenommenen Aufwand der Aufgabe zu minimieren, um bildlich gesprochen den Stein schon mal ins Rollen zu bringen. Unsere Vorstellungen von der Aufgabe sind oft irrational, was es schwierig macht, überhaupt zu beginnen. Wenn du dir vorstellst, dass du gleich ein leeres Word-Dokument aufmachst und mit deiner Hausarbeit beginnen sollst, dann fällt es dir schwer, dir vorzustellen, dass du die Seiten in den nächsten Stunden füllen wirst. Aber wenn du erstmal angefangen hast und in den Flow gekommen bist, dann läuft es meistens doch viel besser, als du am Anfang gedacht hast. Und wenn du dir diese Möglichkeit offen hältst, dass du nach 5 Minuten theoretisch wieder aufhören darfst und du es überhaupt nicht fühlst, dann fällt es dir leichter, überhaupt erstmal anzufangen mit der Aufgabe und womöglich in diesen Flow zu kommen und zu merken, dass die Aufgabe doch machbar ist. Mit der 5-Minuten-Regel hast du das Schwierigste schon mal geschafft. Du bist überhaupt erstmal in Bewegung gekommen und hast sozusagen den Stein ins Rollen gebracht. Und laut dem Trägheitsgesetz von Newton bleibt dein Körper in Bewegung, sofern keine Kräfte dieser Bewegung entgegenwirken. Und die Frage ist jetzt, welche Kräfte könnten deine Geschwindigkeit reduzieren oder dich sogar zum Stillstand bringen? Das Offensichtlichste ist Reibung. Und du kannst die Reibung der Arbeit minimieren, indem du prozessorientiert arbeitest und nicht produktorientiert. Okay, ich hoffe, das wird mit dieser Side-Story ein bisschen deutlicher, was ich damit meine. Bill Walsh war einer der erfolgreichsten Football-Coaches der Geschichte und wurde zweimal zum Coach of the Year der NFL gewählt. Er hat ab 1979 die San Francisco 49ers trainiert und das Team hat in den Jahren zuvor nicht wirklich viel gerissen. Aber zusammen mit Bill Walsh war das Team in der Lage, in den folgenden Jahren zweimal den Super Bowl zu gewinnen. Diese erfolgreiche Entwicklung des Teams ist mitunter der Philosophie von Bill Walsh zu verdanken. Er hat einen Satz gepredigt: The score takes care of itself. Locker übersetzt sowas wie: Das Ergebnis ergibt sich von selbst. Wenn du dich zu 100% darauf konzentrierst, das beste Spiel zu spielen, dann wirst du automatisch das Maximum rausholen und, wenn es überhaupt möglich war, auch dieses Ziel erzielen, was du dir am Anfang gesetzt hast. Aber in dem Moment, wenn du anfängst, über das Ergebnis nachzudenken, dann verschwendest du Ressourcen, die du lieber in das Spiel an sich investieren solltest. Diese Herangehensweise lässt sich auch perfekt auf unsere Aufgaben übertragen. Stell dir vor, du setzt dir das Ziel, heute 5 Seiten zu schreiben für deine Hausarbeit. Und wenn du jetzt produktorientiert arbeitest und die ganze Zeit diese 5 Seiten im Kopf hast, dann setzt du dich wahrscheinlich damit unnötig unter Druck. Nach mehreren Stunden realisierst du, dass du immer noch am Anfang der 2. Seite hängst und wahrscheinlich dein Ziel nicht erreichen wirst. Und laut der Planning Fallacy, das ist ein psychologisches Phänomen, neigt der Mensch dazu, optimistisch zu planen und den Aufwand für eine Aufgabe extrem zu unterschätzen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass du dein Ziel nicht erreichen wirst und dich damit unnötig unter Druck setzt. Sobald du das bemerkt hast, wirst du noch viel schlechter vorankommen und erst recht nicht in den Flow-State kommen. Jetzt zu der prozessorientierten Herangehensweise. Du legst dir einen Zeitblock fest, in dem du an der Aufgabe arbeiten möchtest. Und dann ist das Ziel, einfach in diesem Zeitblock konzentriert an der Aufgabe zu arbeiten und nicht unbedingt die Aufgabe fertigzustellen. Du fokussierst dich also die komplette Zeit, einfach nur konzentriert an der Aufgabe zu arbeiten und wirst damit automatisch das bestmögliche Produkt erzielen. Und wenn du dein Ziel nicht erreicht wirst, dann war es wahrscheinlich einfach nicht möglich. Du kannst hierfür die Pomodoro-Technik benutzen. Die Technik unterteilt deinen eingeplanten Zeitblock in Arbeitsphasen und Pausenphasen. In ihrer ursprünglichen Form sind das 25 Minuten Arbeit, gefolgt von 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeit und so weiter. Das ist auch einfach ein viel angenehmeres Ziel für dein Gehirn, zu wissen: Ah, ich muss mich einfach nur 25 Minuten jetzt auf diesen Prozess, auf diese Aufgabe konzentrieren und das ist mein Ziel und ich setze mich nicht unnötig unter Druck mit
mit utopischen, optimistischen Zielvorstellungen. Ich rechne auch teilweise nur noch in Pomodoro-Sessions. Statt zu sagen, ich muss heute alle Karteikarten, die fällig sind, schaffen, sage ich mir, eine Pomodoro-Session Karteikarten lernen und ich fokussiere mich darauf, so viel zu schaffen, wie es in der Zeit möglich ist. Das Ganze hat mehrere Vorteile. Es hilft dir, den Fokus auf den Prozess zu lenken und keine Gedanken an das Produkt zu verschwenden. Auch schon wie mit der 5-Minuten-Regel senken wir hiermit den wahrgenommenen Aufwand, da das Ziel erstmal nur ist, diese 25 Minuten konzentriert daran zu arbeiten und nicht zwangsläufig die Aufgabe darin fertigzustellen. Außerdem stellst du damit sicher, dass du regelmäßig Pausen machst. Damit kannst du dich in diesen Pausen erholen, um danach in den nächsten 25 Minuten wieder richtig durchzustarten. Und du kannst diese ganzen Sachen, die du sonst beim Prokrastinieren gemacht hättest, zum Beispiel auf YouTube chillen, deine Nachrichten checken oder was auch immer, in diese 5 Minuten Pause packen und hast diese Belohnung im Kopf. Hey, wenn ich jetzt diese 25 Minuten durchziehe, dann kann ich mit gutem Gewissen kurz auf YouTube chillen oder was auch immer. Du kannst natürlich einfach ganz normal einen Timer benutzen, aber es gibt auch Apps und Websites und Videos, die extra für diese Technik gemacht wurden. Und ich chill zum Beispiel momentan immer mit Hermine in Hogwarts und lerne mit ihr zusammen. Ich teile dir meine Lieblings-Pomodoro-Session in der Beschreibung. Falls du das Gefühl hast, dass diese Tipps dir helfen könnten, dann lass doch gerne ein Like da. Ich würde mich freuen. Zurück zur Steinanalogie. Wir haben den Stein ins Rollen gebracht, haben uns um die Reibung gekümmert. Aber was ist mit Hindernissen im Weg des Steins, die den Stein ruckartig zum Stillstand bringen können? In unserem Fall sind das Ablenkungen, die dazu führen, dass du komplett aufhörst zu arbeiten. Und machen wir uns nichts vor, die Quelle Nummer 1 für Ablenkung ist das Handy. Mit der 5-Minuten-Regel und der prozessorientierten Arbeitsweise hast du die Barriere für die Arbeit gesenkt. Und jetzt drehen wir das ganze Prinzip um. Für die Sachen, die du vermeiden möchtest, musst du eine möglichst hohe Barriere aufbauen. Wenn dein Handy griffbereit neben dir liegt, dann ist die Barriere ungefähr gar nicht vorhanden. Sobald eine Benachrichtigung reinfliegt, ist deine Aufmerksamkeit da drauf und in einem Bruchteil von einer Sekunde ist dein Handy entsperrt. Wenn du auch ein Problem damit hast, dass dein Handy dich häufig ablenkt, dann probier, den Ton auszuschalten oder einen Flugmodus reinzuschalten und versteck es außerhalb deines Sichtfeldes. Und wenn das noch nicht ausreicht, dann kannst du zu härteren Maßnahmen greifen und zum Beispiel dein Handy in den Briefkasten packen oder in der Küchenschublade verstecken. Dann müsstest du zum Beispiel jedes Mal zum Briefkasten gehen und den aufschließen, um dein Handy zu checken. Und das ist auf jeden Fall eine größere Barriere, als einfach kurz neben sich zu greifen. Oft prokrastinieren wir nicht, weil uns grundsätzlich die Motivation fehlt, sondern eher, weil wir so unspezifisch geplant haben und uns damit so viele Auswege offen gehalten haben. Wenn wir nie wirklich festgelegt haben, wann und wo genau wir diese Aufgabe erledigen, dann fällt es uns extrem leicht, die Aufgabe einfach weiterzuschieben. Versuche also möglichst spezifisch zu planen. Diese Strategie nennt sich Implementation Intention und Studien haben gezeigt, dass du damit die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dein Ziel wirklich zu erreichen. Also zum Beispiel zu sagen, Montag fange ich an mit dem Projekt, ist zu ungenau. Um wie viel Uhr fängst du Montag genau an? Wo fängst du an? Und mit welcher Aufgabe fängst du an? Lass mich das Wichtigste nochmal schnell zusammenfassen. Mit der 5-Minuten-Regel senkst du den Aufwand, um überhaupt erstmal anzufangen. Um das Maximum aus der Zeit rauszuholen, solltest du prozessorientiert arbeiten. Dafür kannst du zum Beispiel die Pomodoro-Technik benutzen. Die großen Hindernisse auf deinem Weg sind Ablenkungen wie dein Handy zum Beispiel. Und hier kannst du versuchen, die Barriere und den Aufwand zu heben, um dich davor zu schützen. Außerdem ist es extrem hilfreich, spezifisch zu planen. Geh dabei auf die Uhrzeit und den Ort ein, in dem du die Aufgabe erledigen möchtest. Das war's schon. Viel Glück in dem Kampf mit dem Prokrastinationsmonster und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.